wenig. Aber jetzt habt ihr den Standpunkt erreicht. So viel du willst, Chris ist unverwundbar! Das hat er wenigstens so umgekehrt. Doch. Der offenliegende Schwachpunkt gab keinen Kontrollpunkt, oder? Nein. In seine Richtung boxt. Ist das deine Hand? Liegt die da? Liegt die? Nein, das war nur ein Boxer. Geht irgendwie gerade nicht ganz so gut. Jetzt kommt die Hand. Okay, Fuchs, nur nach Möglichkeit nicht drauf gehen. Hast du den Schafhüpfen kaputt gemacht? Ja. Wo ist er denn? Du musst hier vorne durch, wo Fuchs da ist. Du musst einfach gerade aus dem runter. Du findest da gar keinen. Das ist, glaube ich, seine Hand, Fuchs. Ja. Um zu schießen. Hand auf dem Gebäude, falls da wer ist. Scharfschütze im Nacken.
Immer noch auf dem Gebäude? Ja, aber nicht mehr lange. Nirgendwo mehr was. Ammunition. Also wenn er jetzt hier nochmal die Hand hinstrecken täte. Nein, muss ja schwanken und sie abspritzen. Jetzt kommst du hier ihn ran. Ich meine, ich weiß halt nicht, was die anderen gerade machen. Ich versuche gerade aus dem Scharfschützen hochzukommen, damit ich den wenigstens irgendwie ausschalten kann. Ich habe leider keine Scharfschützenmunition mehr. Also muss ich das versuchen. Oh, ich habe gar keine Munition mehr. Du, der Zielauf steht ja Scharfschützer. Das habe ich gesehen. Aber jetzt gibt's ihn, glaube ich, nicht mehr. Also, auch gibt's ihn. Nein, das war noch kein richtiges Schwanken, das war nur so ein Anschwanken. Guck, falls du noch was zum Schießen hast, immer drauf damit. Vorne kann er sich ja nicht abstürzen. Doch. Das hat Füße dann auf mir wie ein Schlag. Oh, schieß auf das Rote, das tut ihm mehr weh. Für dich, Fuchs. Bin unterwegs. Heil dich dran, du kannst nicht heilen. Ja, ich weiß. Oder ich glaube, ich doch für dich. Ja, ich muss mal dran kommen, wenn er gerade seine Füße nicht da hat. Oh, keine Ahnung, wie du nicht so gut. Nein! Einer von den anderen hat ihn mitgenommen. Ich habe nur meine Scharfschützen genommen. Ja, ich wollte meine Munition nehmen, hat sie aber nicht mitgenommen. Schluss, ihr habt direkt vor die Kai! Ich war auf dem Weg dahin! Sehr gut! Subbelt es jetzt da vor sich hin? Ja, ja. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was das Spiel jetzt tut. Weil? Ja, die beiden Viecher besiegen komplett die Missionsanweisungen missachtet. Weil? Ja, ihr solltet doch eigentlich die Flakgeschütze ausschalten und ein Tee dahin eskortieren. Um die Viecher dann aus der Luft angreifen zu können. Ja, mal gucken, was passiert ist. Müssen wir ja eh nach da unten hin. Na gut. Okay. Jetzt müssen sie immer noch eine Schutzschirme zerstören. Ja, okay, auch mal ein schöner Ansatz.
zeigen. Aber das wird ein Moment dauern. Die müssen mir etwas zeigen, Mascher. Scharfschütze? Den hat er uns weggeschafschützt. Kommst du oben auf dem Dach? Ich meine, ich kann ja nichts machen. Kommst du auch nicht. Der steht da oben, ja? Und weg da! Danke. Enü? Das war euer Missionsziel. Wir sollten eigentlich Luftunterstützung kriegen gegen die Viecher. Ach, brauchen wir nicht. Nö. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir sind jetzt beide sehr munitionsarm. Aber ihr habt es ohne fremde Hilfe geschafft. Ja. Ihr Soldaten seht für mich alle gleich aus, Kumpel. Tut mir leid. Willst du uns verarschen? Ist schon gut. Guten Flug. Guten Flug und viel Spaß beim in der Eiswüste landen und danach in für 6 Monate entführt sein. Boah. Wir sehen uns dann in 6 Monaten. Ja. Wir können ihn doch nicht einfach gehen lassen. Verdammt, wie viele Männer haben wir durch Söldner wie ihn verloren? Er ist nicht unser Problem. Konzentrieren wir uns auf die BSAA-Mission. Bioterrorismus bekämpfen, Sir? Ich weiß, warum wir hier sind, Anfänger. Hey, der sprengt alles für uns in die Luft. Rede nicht so mit dem. Eben. Richtig. Ist ein guter Junge. Den könnte ich eigentlich unseren ferngesteuerten Sprengstoff auch noch in die Hand drücken. Besser dem als mir. Und die Granaten. Besser dem als mir. Klebrige Substanz. Hatten wir die schon mal? Nö. Ich wollte gerade sagen, die kenne ich noch gar nicht. Hübsches Haus. Viel zu viele Kokons von meiner Meinung nach. Durchsuchen Sie das Rathaus. Ich gehe mal auf Blendgranaten. Okay, ausschwärmen. Durchsucht alles von oben bis unten. Sind das Menschen? Ich empfange Lebenszeichen. Scheint in den Kokons zu sein. Wer ist da? Kurz, ich folge dir. Ich empfange etwas von der anderen Seite der Tür. Du hast nicht zugleich noch einen Schnall. Wir haben ja beide keinen Schuss mehr. Mir nach. Alle anderen suchen hier draußen. Ist noch Alter. Vor der HQ? Drei von uns blenden sich von der Gruppe. Keine Sorge. Das Gebäude ein. Und es funktioniert. Du hast das Schlangenabzeichen weggeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte gerade eigentlich sagen, nein, er hat keinen Schuss. Das ist noch vor der Säufer-Szene. Noch ist Chris clean. Ein wenig. Ein wenig? Ja. Ich habe die Tür gefunden, durch die wir durch sollen.
jetzt hetzt mich nicht. Eben, ein guter Captain macht alles gründlich. Und ohne Luftunterstützung. Munition. Da war doch irgendwas, wo... Da, Schrot. Ja, ich versuche mich so zu drehen, dass ich es finden und mitnehmen könnte, wenn ich wollte. Finden bewacht die Schrotmunition. Wie freundlich von ihm. Finn, du bist ein süßer Junge, aber manchmal nervst du mich. Fuchs? Ja. Wo bist du? Neben dir. Gut. Dankeschön. Oh, das mutig stürmt Fuchs. Da ist Munition. Todesmutig stürzte Fuchs zur Toilette? Ich wollte eigentlich sagen, todesmutig stürzte Fuchs voran. Aber dann war es noch schon die Toilette. Obwohl, kommt auf die Toilette an, das erfordert manchmal auch ganz schön viel Mut. Ja, na, wer stürzt? Fuchs stürzt todesmutig voran. Bin ich wieder auf Fuchs gelandet? Nein. Nein, diesmal nicht. Ich hab die Blendgranate bereit. Okay. Wenn wir das nicht noch umgestellt haben, vielleicht. Da schlüpft etwas, Sir. Wurf. Melde es dem HQ. Verstanden. Was ist das dann für ein Knie? Das ist ein großes, starkes. Oh, mal gucken, ne? Guter Ansatz, Fuchs, du hast deine Rüstung gesprengt. Was ist denn das da? Das war gemein im Nachladeprozess. Ich will doch nur in Frieden nachladen. Aber das Vieh wird halt, dass du in Frieden ruhst. Das war's. Oder auch nicht. Es ging so schön in die Knie. Achso, das hat das nächste Stück Rüstung verloren. Hier auf den Stuhl, du brauchst nicht. Aber dann kommt das nächste nicht. Das war's fürs Erste. Bis weg da. Wo denn hin? Das hält sich immer noch im Schatten auf. Hi. Hi.
runterbringen. Ach, halt dann. BOW ist neutralisiert. Durchsuchen Sie den Rest des Gebäudes, aber bleiben Sie wachsam. Und wenn Sie Munition finden, immer her damit. Ja. Ich habe hier irgendwo auf dem Stuhl habe ich noch Munition. Hier hat Kai schon mitgenommen. Ah, okay. Ich habe irgendwann mal mitgenommen. Also ich meine, ich habe jetzt noch... 2 Schuss für die Schrot. Okay, ich habe Ich habe 10 für die normale, für 2 für die Schrot. Ja. Ich habe 4 für die Schrot und noch 20 für die normale. Okay, dann werden wir gleich wohl... Für die normale was? Pistole. Pistole. Hier ist Polizei. Hier ist Polition! Polizei! Munition! Okay. Nee, ich habe kein grünes sonst mehr. Pastillon! Das klingt ja schon super. Gesundheit. Danke. Was? Mein Tag? Mein Plan? Zwei Irre suchen wie verrückt Munition. Oh. Bäumchen. Bäumchen? Bäumchen. Ah. Ein Träumchen. Ein Träumchenräumchen. Für ein Bäumchen. Ja, hier. Welches Kraut hast du? Ein grünes. Okay. Ja, selbst wenn, nimmst du das rote trotzdem mit. Es ist nicht so, als ob unser Inventar voll wäre. Eben, momentan habt ihr da viel Platz drin. Ja, sehr viel sogar. Also wenn du magst, darfst du mir das auch gleich geben. Ja, die Dinger kennen wir doch. Joa. Hat Jake sich ein bisschen schon mal gespritzt, das soll. C-Virus. So haben es die Guerillakämpfer genannt. Schön, dass die Kavallerie endlich da ist. Wer sind Sie? Ich arbeite hier. Mein Name ist Ada Wong. Ich war Ihre Geisel. C-Virus. Das muss die Entstehung der Yavo verursacht haben. Ja, da haben Sie mal drüber geredet. Was haben Sie noch gehört? Wie wär's, wenn Sie erstmal die Waffe unternehmen? Nicht, bis wir uns einen Grund dazu geben. Ach. Neo Umbrella. Neo Umbrella? Die Organisation, die Guerilla unterstützt. Zumindest glaube ich, dass sie sich so genannt haben. Das C-Virus kam also von Ihnen. Mehr weiß ich nicht. Danke, wir schätzen Ihre Kooperation. Finn. Sie werden auf Sie aufpassen. Ja, Sir. Sei besonders vorsichtig, dass ihr die Möpse nicht aus dem Ausschnitt fallen. Ja, das könnte die Truppenmoral zwar stärken, aber auch alle ablenken. Wir haben eine der Angestellten gefunden. Kehren jetzt zurück ins Foyer. Siehst du, Leon, und das passiert, wenn man niemandem von Ada erzählt. Ich meine, all die Jahre, vielleicht Chris mal kurz gegenüber erwähnen, du. Ja, dann. Kraut. Du, da gibt's diese Frau, Ada, ich weiß nicht genau, was sie will, aber die ist bestimmt nicht auf unserer Seite. Hier lang müssen wir, glaube ich, frei. Ja, ja. Okay. Ah, Kiste. Fertigkeitspunkte. Momentan haben wir durchaus das Bedürfnis, auf ihn zu hören. Habe ich durchaus Verständnis. Im ersten Stock gibt es einen Ausgang. Den sollten wir nehmen.
Den? Puh, das war knapp. Ihre Freunde haben es nicht leicht. Man, bitte, behindern Sie uns nicht bei der Arbeit. Ich glaube, Ada kann eher sagen, Leute, behindert mich nicht bei der Arbeit. Der selber mich vorbei watschelt. Jetzt gleich wieder runter. Nach oben. Das dürfte jetzt auch in der Wahl sein. Ja. Alle Feinde eliminiert! Bewegung! Da noch zwei Schüsse in der Schrotflinte. Kommen wir raus. Wie viel Sprengstoff hast du eigentlich bei dir, Junge? Genug. Eben, der ist der Sprengstoffexperte. Wenn der was hat, dann Sprengstoff. Punktekontrolle. Also ich habe jetzt wieder Probleme mit der Spiegelung durch die Sonne. Ja, Wasser. Ich sehe wieder was! Sir Kai kämpft da um ihr Leben und Fuchs geht erstmal in Ruhe die Gegend erforschen.
Ja, Fuchs meint, sie ist so weit mit Sterben bei mir voraus. Sie lässt mich jetzt auch mal. Das war eher ein, vielleicht finde ich noch Munition, beziehungsweise vielleicht ist noch irgendwo die Möglichkeit, die Viecher zu überwachen. Nachdem ich drauf geschossen habe? Jedenfalls sind da Kisten. Ja. Und was Nützliches? Munition. Einmal für Kais Waffe und einmal für normale Pistole. Ja. Wir sind fast draußen. Durchhalten, Leute. Ja. Ja, Sir. Handgranate? Nein. Bam. Jetzt bauen sie in der Nachbarschaft wieder. Ja. Mhm. Der fängt immer abends an. Sie ist weg. Finn! Keine Ahnung, was passiert ist. Sie war eben noch da. Deine Boxer war er effektiver. Richtig, ich frage mich auch, was sein Plan war. Ich brech da jetzt rein und saug das Gift aus euch raus. Ich glaube, das lag nicht an dem Schlag auf den Kopf. Das lag an übermäßigem Alkoholkonsum. Und dem Schlag auf den Kopf. Gibt es nicht auch noch, was Soldaten so öfters haben, die aus PTSD? Kies? Genau. Posttraumatisches Stresssyndrom. Genau. Wenn du das auch noch dazu packst, das wird der definitiv auch noch da haben. Was habe ich getan? Was hast du getan? Du bist Scharfschütze. Eben. Scharfschützen müssen so eine Quote haben. Die von Scharfschützen eigentlich noch zu niedrig. Ich spiele normalerweise keinen Scharfschützen. Ja, so. Ja, sagt sie. Nee. Verteidigung 3 kannst du noch nicht kaufen. Verteidigung 3 ist auch verdammt teuer. Oh.